Um 3.45 Uhr wurden wir alarmiert zu einem F04 Gebäudebrand eines landwirtschaftlichen Anwesens. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte das Stallgebäude bereits in voller Ausdehnung und mehrere Stück Tiere befanden sich noch im Gebäude. Ja, die Priorität lag zunächst auf der Tierrettung. Dazu hatten wir einige Kräfte unter Artenschutz in Einsatz, benutzten auch eine Schere, um die Tiere aus diesem Stallgebäude zu befreien. Parallel dazu wurde ein Löschangriff aufgebaut zum Schutz der Tiere und gleichzeitig zum Eindämmen des Feuers. Im Nachbargebäude konnten wir die Tiere halt rübergeleiten, nachdem die herausgeführt wurden. Das waren halt im Schwerpunkt junge Kälber. Und die befinden sich jetzt im Nachbargebäude. Ja, nach Aussagen des Landwirtes wurden alle Tiere gerettet. Ja, ich denke, wir werden hier noch einige Zeit benötigen. Dadurch, dass wir halt Stroh im hinteren Teil des Gebäudes haben, welches brennt, benötigen wir aktuell Räumgerät, um halt das Stroh auseinanderzufahren. Das haben wir jetzt initiiert an der Seite des Gebäudes. Und sobald wir dort fertig sind, werden wir ins Innere des Gebäudes vorgehen und dort die letzten Glutnässe ablöschen.